Herzlich willkommen zum Pure Inspiration Podcast. Deine Inspirationsquelle Nummer 1 für das Thema Selbstverwirklichung und spirituelle Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Sonja Koplin und ich helfe dir dabei, das Leben zu erschaffen, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir thematisch starten, möchte ich dich daran erinnern, dass die Tore wieder offen sind für die Ausbildung zum Selbstverwirklichungscoach. Vielleicht kennst du das ja, dass du eine riesengroße Vision hast und tief in deinem Herzen spürst, dass du Menschenleben verändern möchtest. Und dann ist diese Ausbildung genau das Richtige für dich. Und ich würde dich ganz herzlich einladen, einfach ein gratis Beratungsgespräch mit mir persönlich in Anspruch zu nehmen. Und dann kann ich dir zeigen, was diese Ausbildung für dich verändern kann, und du kannst mir auch noch gerne offene Fragen dazu stellen. Ich packe dir alle Infos hier unten in die Shownotes und freue mich total auf dich. Aber jetzt lass uns starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So wunderschön, dass du hier wieder mit dabei bist beim Pure Inspiration Podcast. Und diese Folge ist den Menschen gewidmet, die ein ganz großes Herz haben, die aber in ihrer Vergangenheit viele Verletzungen erfahren haben und aufgrund dessen vielleicht gerade nicht die Beziehung führen können, die sie eigentlich verdient haben. Denn in dieser Folge geht es um das Thema Angst vor Nähe, Angst vor Intimität und vor allem aber um die Angst vor Verletzungen. Es ist sehr oft so, gerade bei sensiblen Menschen, die ein großes, offenes Herz haben, dass sie auf der anderen Seite zu wenig Grenzen setzen. Das bedeutet, dass sie auch Menschen in ihr Leben lassen oder gelassen haben in der Vergangenheit, und vielleicht erkennst du dich da jetzt wieder, die ihnen nicht gut tun. Zum Beispiel co-abhängige Beziehungen, toxische Beziehungen, narzisstische Partner. Unser Herz ist manchmal so groß, dass wir jedem Menschen eine Chance geben wollen, dass wir an das Gute im Menschen glauben. Und dadurch kann es über einen längeren Zeitraum dazu kommen, dass du immer wieder verletzt wirst, dass du immer wieder das Gefühl hast, dass du zurückgewiesen wirst. Und diese Verletzungen, die sich meistens anhäufen und potenzieren, und sie potenzieren sich nur deswegen, damit du für dich eine Entscheidung triffst, damit du diese Angst vor Verletzungen loslässt. Die potenzieren sich deswegen, damit du daraus lernen kannst. Also es ist nicht so, dass das Universum an dieser Stelle sagt, so, dich quälen wir jetzt mal ganz besonders hier im Leben, sondern es ist dafür da, dass du die Lektion dahinter verstehst, denn hier kommt so ein kleiner Widerspruch. Jetzt wirst du dir mit Sicherheit denken, ja, Sonja, aber ich hatte ja ein offenes, großes Herz und ich hatte am Anfang keine Angst vor Verletzungen, so. Und jetzt kommt unser Ego und unser Verstand ins Spiel. Ja, am Anfang kannst du dir das vorstellen, dass du so bist wie so ein kleines Kind, ja, was die Welt neu entdeckt. Und dann kommt aber dieser klassische Moment, wo das Kind mit der Hand auf die Herdplatte fasst und eine Erfahrung macht. Und dieses Kind macht zum ersten Mal die Erfahrung, dass die Welt auch gefährlich sein kann. Und jetzt ist die Frage, was du aus dieser Erfahrung machst. Und wir merken diesen unterbewussten Mechanismus gar nicht, den ich gerne Mauern nenne. Also wirklich energetisch kannst du dir das so wie so eine Herzmauer vorstellen. Wir fangen an, Mauern um unser Herz zu bauen. Und aufgrund dessen, dass die Mauer da ist, wird der Schmerz in deinem Leben immer größer. Und es wird immer dramatischer. Und es findet immer wieder eine sogenannte, so wird es in der Psychologie genannt, eine Reinszenierung statt. Das heißt, du wirst merken, dass sich diese Momente in deinem Leben wiederholen und einfach noch intensiver werden, dass du wirklich wortwörtlich das Gefühl hast, dass dein Herz zerbricht. Dieses ganz intensive, schmerzvolle würde nicht passieren, wenn du keine Mauern um dein Herz hättest. Und das ist eine Sache, wo unser Verstand einfach nicht mitkommt. Der sagt sich, okay, ich habe ja diese gewissen
Standards vielleicht auch in meinem Leben oder habe mich schon anders verhalten, um mein Herz zu schützen. Du sollst dein Herz nicht schützen. Dein Herz ist stark genug und dein Herz kann wirklich nicht zerbrechen. Und wenn du diese Perspektive bekommst, auf vielleicht auch Liebesbeziehungen oder all das, was dir in deinem Leben passiert ist, dass dein Herz stark genug ist, Schmerz zu überwinden, mit Schmerz umzugehen, dann merkst du auf einmal, wieder mehr Raum in deinem Brustkorb ist. Denn wenn du den Glaubenssatz hast, mein Herz zerbricht, das hält mein Herz nicht aus, ich möchte nicht wieder verletzt werden, dann ziehst du erstens genau das in deinem Leben und du signalisierst deinem ganzen System, dass du schwach bist. Und das stimmt nicht. Dein Herz, deine Herzintelligenz hat so eine wahnsinnige Power, so eine Kraft, dass dieses Herz eigentlich dafür genutzt werden sollte, dass du die Menschen in dein Leben ziehst, die du verdient hast, die dich lieben, wo du nicht um Liebe und Anerkennung kämpfen musst. Also, nochmal ganz kurz als kleiner Reminder. Wenn du gerade in deinem Leben großen Schmerz erfährst und auch so weit bist, dass du sagst, okay, ich hab Angst vor Nähe, ich weiß zwar gar nicht, warum ich Angst vor Nähe habe, ich empfinde auf einmal Dinge, die eigentlich schön sind, wie Küssen, eine gewisse Intimität in einer Beziehung, die empfinde ich auf einmal eher als gefährlich, als schmerzhaft, dann ist das ein großer Indikator dafür, dass du irgendwann in deinem Leben dich unterbewusst, ich sage jetzt bewusst unterbewusst, dazu entschlossen hast, eine Mauer um dein Herz zu ziehen, damit dich keiner mehr verletzen kann. Jetzt ist es aber so, wie bei allen Dingen in unserem Leben. Wir können viel manifestieren, wir haben eine unheimliche Schöpferkraft, eine unheimliche Power, die Dinge zu gestalten, um wirklich das zu bekommen, was wir uns aus tiefstem Herzen wünschen. Aber es gibt auch Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Und so wird es auch in der besten Partnerschaft vorkommen, dass du verletzt wirst. Es kann ja auch in einer Freundschaft passieren, dass du verletzt wirst. Wenn du aber Mauern um dein Herz hast und sagst, ich lasse diese Person sowieso nicht komplett in mein Leben. Ja, ein ganz klassischer Indikator ist, wenn man Angst vor Nähe hat, Angst vor Verletzungen, Angst vor Intimität, dass man die Menschen wirklich, ja, wie auf so einer Schwelle in seinem Leben hat und diese Schwelle tangiert. Wenn du vielleicht auch mal jemanden kennengelernt hast, der mit diesen Problematiken zu kämpfen hast, dann wirst du das bemerkt haben. Es ist wie so ein Tanz. Es ist ja, es ist wie Disco Fox im Grunde genommen. Du gehst vor und zurück, du gehst vor und zurück. Du hast aber nicht das Gefühl, dass eine klare Richtung sich abzeichnet. Und das machen die Menschen ganz gerne, weil die auf der anderen Seite natürlich auch das Problem haben, oder vielleicht ist es ja auch bei dir wirklich so, dass du unheimliche Angst davor hast, verlassen zu werden. Auf der anderen Seite weißt du aber auch, dass du aus irgendwelchen Gründen diese Nähe nicht zulassen kannst und auch diese Verletzung aus der Vergangenheit nicht verarbeiten kannst. Und dann befindet man sich wirklich als potenzieller Partner oder Affäre oder was auch immer an dieser Schwelle und es geht ständig hin und her. Man hat einmal das Gefühl, okay, man kann Nähe aufbauen und zack, kommt der nächste Moment, wo wieder der Rückzug da ist. Also es ist ein ständiges Spiel zwischen Nähe, Distanz, Nähe, Distanz, Nähe, Distanz. Wir Menschen sind aber soziale Wesen. Das heißt, es liegt eigentlich in unserer Natur, unser Herz wieder zu öffnen und richtig, richtig tolle Verbindungen zu haben. Und ich kenne das aus meiner Zeit nach dem Burnout noch sehr gut, dass ich so Probleme hatte, mit meiner Energie zu haushalten, dass ich natürlich Angst hatte, dass vielleicht wieder viele negative Menschen in meinem Umfeld sind. Und da machen wir hochsensiblen Personen oft den Fehler, dass wir auch die Tür zu unserem Herzen zuschlagen, so wupp, du kommst hier nicht rein. Die Kür besteht aber darin, dass du verstehst, dass du die ultimative Power in deinem Leben nur haben kannst, in deiner Mitte sein kannst, wenn du lernst, mit all diesen Energien umzugehen. Denn jetzt nochmal zurück zum Thema Verletzungen.
Wir können nicht alles kontrollieren. Was wir aber kontrollieren können, ist unsere Reaktion darauf. Und in dem Moment, wo du Angst vor Verletzungen hast, signalisierst du dem Universum oder an was du auch immer glaubst da oben, dem signalisierst du in diesem Moment, ich bin zu schwach, ich kann mit diesem Schmerz nicht umgehen. Und automatisch sagt das Universum, okay, diesem Menschenwesen schicken wir jetzt noch mal mehr von diesen Erfahrungen, damit es lernt, wie es damit umgehen kann. Der größte Fehler, den du also machen kannst, ist, dich dauerhaft von sozialen Beziehungen abzuschotten, weil das macht noch einsamer. Und das Witzige ist, dass diese Personen, die diese Thematiken in ihrem Leben haben, dass die nichts mehr brauchen als Liebe. Sie haben aber die Ergebnisse im Außen, dass sie Liebe ständig abstoßen, weil sie nicht an ihren Themen arbeiten. Und ich möchte dir mal gerade psychologisch erklären, was da eigentlich in uns abläuft, wenn wir diese Angst vor Verletzung und diese Angst vor Nähe haben. Wir projizieren ständig unsere vergangenen Erfahrungen in eine neue Person hinein. Und deswegen begegnet auch uns dieselbe Situation immer und immer wieder. Und es ist an der Zeit, dass du die Vergangenheit loslässt, dass du diese Erfahrungen nicht in die neue Person reinprojizierst. Denn ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass es leider oft die falschen Personen trifft. Das heißt, es sind eigentlich Personen, die dich nicht verletzen möchten, die vielleicht auch potenziell wirklich Traumfrau, Traummann sind und du bist immer noch in deinem alten Muster gefangen. Das heißt, du erschaffst deine Realität ständig aus diesem Denken heraus. Ich wurde ja mal da verletzt, dann finden auch sogenannte Kopplungsprozesse statt. Das heißt, der eine sagt vielleicht mal was Ähnliches wie der andere und ständig werden diese Verletzungen wieder hochgeholt. Die haben aber gar nichts mit dieser Person zu tun. Und in diesem Moment solltest du lernen, loszulassen, deine Geschichte loszulassen, nicht mehr in diesem Schmerz festzuhängen, sondern das innere Mantra für dich aufzubauen, dass dein Herz ist ein wahnsinniges Organ mit so einer Kraft. Es schlägt tagtäglich für dich, ohne dass du dein Herz nach irgendwas fragst. Und dein Herz kann mit diesen Verletzungen umgehen. Du musst nur deine Gedanken dahin verändern, dass du sagst, okay, ich lasse diese Verletzungen los. Ich lasse diese ganzen Projektionen los. Ich bin bereit, mit jemand anderem, das kann auch eine Freundschaft sein. Hier geht es nicht nur um partnerschaftliche Beziehungen. Ich bin bereit, mit jemand anderem ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich unbewusste Beziehungen geführt habe. Als ich so Anfang 20 war und mich noch nicht für Spiritualität interessiert habe oder Persönlichkeitsentwicklung, hatte ich Momente, da war ich wirklich voller Selbsthass, weil ich nicht verstanden habe, was mit mir los war. Und wenn ich das aus der heutigen Perspektive betrachte, wo wir eigentlich Zugang zu allem Wissen haben, wo uns andere Menschen bei diesen Problemen helfen können, fand ich es eigentlich in gewisser Art und Weise beschämend, dass ich mir damals nicht Hilfe gesucht habe, beziehungsweise das Leben noch sehr viel krasser mit mir kommunizieren musste, bis ich einen wirklichen Tiefpunkt hatte, bis ich mich um meine Themen gekümmert hatte. In der damaligen Beziehung war es tatsächlich so, dass ich von 0 auf 100 zugemacht habe, gemauert habe, keine Nähe mehr wollte, mich zurückgezogen habe. Und im Nachhinein verstehe ich, warum ich das getan habe. Weil mich davor jemand sehr verletzt hat. Und ich war so verletzt, dass ich diese Verletzung in jede neue Beziehung mit reingebracht habe. Und ich habe einfach nicht verstanden, was da innerlich in mir los war. Aber rückblickend weiß ich, dass ich mit diesem Verhalten Menschen verletzt habe, die mich wirklich geliebt haben und die das auf gar keinen Fall verdient haben. Also in der Zeit, wo ich so war, das war ein Mensch, der hat es am allerwenigsten verdient, so behandelt zu werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir daran arbeiten. Und vielleicht kennst du diesen Spruch, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und das ist so, weil wir unsere Erfahrungen ständig in andere Personen hineinprojizieren und es einfach nicht loslassen können.
Aber Beziehungen, egal ob an der Arbeit, ich meine, das kann dir ja auch passieren, dass dich wirklich jemand verletzt, weil dich jemand ganz stark angreift im Arbeitskontext. Ja, und du wechselst die Arbeit und du merkst, es passiert mir immer wieder. Beziehungen, wir müssen verstehen, dass Beziehungen so wertvoll sind, weil energetisch betrachtet hängen wir alle zusammen, wir sind alle eins und wir sollten uns eigentlich gegenseitig unterstützen, wir sollten uns gegenseitig die Hand reichen, wir sollten den Weg gemeinsam gehen und diese Themen auflösen und nicht, es ist was anderes, wenn das wirklich Menschen sind, die du loslassen solltest, die dir nicht gut tun. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber wie oft sind wir mit Menschen zusammen, die uns gut tun und wir verstehen uns selber nicht und wir feuern ständig auf andere Menschen ab, nur weil wir Angst haben vor Nähe, nur weil wir nicht bereit sind, nochmal in diese Verletzung hineinzugehen und diese Verletzung heilen zu lassen. Und ich werde dir auch gleich im Anschluss noch ein paar Tipps geben, wie du diese Verletzung heilen kannst. Aber wir sollten wieder verstehen, dass Beziehungen unser Leben erst lebenswert machen. Du kannst noch so sehr an deiner Persönlichkeit arbeiten, aber irgendwann kommt das Thema Beziehungen, weil Beziehungen sollten dein Leben erweitern, sie sollten es bereichern, sie sollten dir zu noch mehr Wachstum helfen. Aber dafür müssen wir bereit sein, unser Herz wieder zu heilen und uns wieder zu öffnen für andere Menschen im völligen Vertrauen, dass diese Menschen Beitrag für uns sind, dass die uns helfen, dass die uns lieben und dass wir aufhören, uns immer wieder dieselbe Geschichte zu erzählen, dass Menschen nicht gut sind. Ja, es gibt Menschen, die sind nicht gut, aber es gibt da Millionen, Milliarden von Menschen, die sind gut und die meinen es auch gut mit dir und die möchten dich lieben. Aber du machst einfach die Tür zu. Aufgrund von deiner vergangenen Erfahrung. Und wenn du diese Verletzung loslassen möchtest, ist eine wichtige Sache, dass du dir selbst vergibst. Dass du dir und dem anderen vergibst für die Situation, die irgendwann einmal in der Vergangenheit entstanden ist. Vielleicht gab es einen großen Streit, vielleicht wurde jemand betrogen, ich weiß es nicht. Aber lass das los, das ist die Vergangenheit. Solange du deine Energie noch in die Vergangenheit steckst, lässt du sie immer wieder aufleben und dein Leben kann sich nicht positiv verändern. Das Zweite ist, das möge die Verletzung noch so krass gewesen sein. Finde etwas Gutes daran. Was war die Lektion dahinter? Was hast du gelernt? Und ich kann dir schon mal eins sagen, wenn dir gerade nichts einfällt, du bist auf jeden Fall stärker geworden. Und diese Denkweise solltest du auch unterstützend nutzen, um dir vor Augen zu führen, dass dein Herz stark genug ist. Dein Herz hat diese Verletzung überlebt. Du bist immer noch am Leben. Die dritte Sache, die dir helfen kann, dafür gibt es auch eine wunderbare Podcast-Folge von mir, die heißt Menschen loslassen. Dass du wirklich aktiv daran arbeitest, dass du lernst loszulassen. Denn loszulassen bedeutet zu vertrauen, wieder Urvertrauen zu bekommen, Vertrauen in das Leben zu bekommen. Wenn du nicht loslässt und immer wieder an den alten Geschichten festhältst, dann ist es grundsätzlich so, dass du ein Vertrauensthema hast, dass du anderen Menschen nicht vertrauen kannst, dass du dem Universum nicht vertrauen kannst. Und dieses Vertrauen ist letztendlich etwas, was dir eine Entspannung im Leben gibt, weil du weißt, und das war lange mein inneres Mantra. Egal was mir passiert, es wird positiv für mich sein. Ich werde damit umgehen können. Ich werde eine Lösung haben. Und dieses innere Mantra stärkt dich so in deiner Persönlichkeit, dass du automatisch deine Ziele erreichen wirst. Aber wenn du jedes Mal festklammerst an der Vergangenheit und sagst, ah, das war aber gut und das war aber gut und ich möchte das zurück, dann vertraust du hier nicht diesem großen göttlichen Plan, der auf dich wartet. Und ich kann dir sagen, das Universum hat im Gegensatz zu dir immer den perfekten Plan. Nur unser Verstand will das ganz oft nicht einsehen. Das, was mir persönlich geholfen hat vor ein paar Jahren, also es ist wirklich schon ein paar Jährchen her, aber nichtsdestotrotz scheint dieses Thema hier gerade in der aktuellen Zeitqualität sehr, sehr wichtig für euch zu sein, weil mich viele Personen angeschrieben haben, gerade bei Instagram, dass sie gerade dieses Thema haben. Wir müssen diese Verletzungen wieder bewusst zulassen. Und auch da sagt unser Verstand und vor allem das Ego, das schreit jetzt, das sagt, bist du denn verrückt?
das zu machen, ich sage dir, das ist die einzige Lösung. Bewusst zu sagen, eine Beziehung einzugehen und bewusst zu sagen, ich weiß, ich könnte verletzt werden. Aber ich weiß auch, dass ich eine Lösung dafür habe. Es ist also ein Training, an dem wir unseren ganzen Organismus wieder gewöhnen müssen. Denn nur so kannst du Vertrauen lernen. Vertrauen in die Person und Vertrauen in die Beziehung. Und wir kommen nun mal aus unterschiedlichen Kontexten. Wir sind unterschiedlich. Auch dein Partner oder dein Kollege oder wird andere Erfahrungen im Leben gemacht haben als du. Was wiederum bedeutet, oder manchmal hat man einfach andere Meinungen und manchmal trifft einen oder triggert einen etwa irgendwas dermaßen. Aber das ist normal. Das ist in der besten Beziehung so, dass dich mal was triggert, dass ihr mal unterschiedlicher Meinung seid und daraus können auch Verletzungen entstehen. Und indem du bereit bist und dir vielleicht auch vorstellst, okay, ich könnte verletzt werden, aber wie schön wäre es, wenn wir danach wieder gemeinsam Frieden finden, Harmonie, uns daraus weiterentwickeln und davon lernen, weil das ist doch genau der Prozess, den du in deinem Leben auch hast. Du hast eine Herausforderung und setz jetzt mal die Herausforderung gleich mit diesem, ich werde verletzt, ich erfahre einen Schmerz, ja, das ist eine körperliche Reaktion und auch die ist völlig normal in unserem Leben. Wir können Schmerz nicht vermeiden, das gehört zur menschlichen Erfahrung hier mit dazu auf der Erde. In diesem Moment aber zu sagen, okay, diese Verletzung, wenn wir das gemeinsam lösen und uns wieder annähern und ich nicht zumache, dann können wir noch eine viel, viel schönere Beziehung führen oder dann können wir wachsen, dann können wir daraus lernen, dann können wir das Problem lösen, wie auch immer. Aber je mehr du Schmerz vermeidest, desto mehr Schmerz wird in dein Leben kommen. Denn die Dinge, wo du am meisten im Widerstand bist, die ziehst du automatisch an. Und bei manchen Menschen waren die Vertrauensbrüche in der Vergangenheit wirklich so groß, dass diese Angst vor Nähe, vor Umarmung oder was auch immer entsteht. Und auch hier, wenn du davon betroffen bist, wenn du dich da wiedererkennst, spring ins kalte Wasser. Dein Körper ist momentan wie in so einem Überlebensmodus drinne, wo der dir jedes Mal signalisiert, bloß keine Umarmung, bloß keine Nähe etc. pp., damit du nicht verletzt wirst. So, jetzt haben wir in dieser Podcast-Folge schon gelernt, dass das Blödeste ist, was du überhaupt machen wirst und dass es irgendwann wahrscheinlich richtig krachen wird oder du diesen Menschen vielleicht auch verlieren wirst, der dir gerade etwas bedeutet. Umso wichtiger ist es, dass wir uns da auch wieder erlauben, den ersten Schritt zu machen, auf den anderen zuzugehen. Das bedeutet wirklich ein offenes Herz zu haben, den ersten Schritt zu machen, dem anderen auch zu zeigen, wie sehr man ihn liebt, wie sehr man ihn mag, das auch körperlich zu zeigen, denn auch Umarmungen haben wissenschaftlich bewiesen einen äußerst positiven Effekt auf unser Leben und stärken die Beziehung. Das ist so wichtig für uns Menschen. Wenn man sich mal überlegt, wenn ein Baby auf die Welt kommt, wie viel Nähe dieses Baby bekommt, wie oft man das auch vielleicht auch im Kleinkindalter noch in den Arm nimmt und diese Nähe hat, das ist so unheimlich wertvoll. Und ich bin der Meinung, dass in diesen Momenten, wo wir echte Nähe zulassen, dass da schon die Heilung passiert. Und das ist ein super kraftvolles Tool, indem wir wieder bereit sind, uns für diese Tiefe zu öffnen und keine Angst vor dieser Tiefe zu haben, weil wir keine Angst mehr vor diesen Schmerzen haben, sondern wissen, dass wir das Ganze überleben, dass wir damit umgehen können und dass es danach nur besser werden kann. In diesem Moment heilen wir uns und den anderen ein riesengroßes Stück. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn vielleicht deine beste Freundin da gerade so ein Thema hat oder dein Kumpel oder wer auch immer, dann teil mega gerne diese Podcast-Folge mit ihm. Du bist so wertvoll. Shine on, deine Sonja.